Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Experimental 1.0 von 7 Days to Die. Und wie ihr schon am roten Hintergrund und dem Gewitteransatz erkennen könnt, ist es soweit. Der Tag der Wahrheit ist gekommen. Wir warten auf den Blutmond. Und wenn ihr verpasst haben solltet, wie ich hier hingekommen bin, inklusive des herausragenden Livestreams mit Sunshine und dem Harzer, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich das nochmal zuvor anzuschauen. Ja, oder auch im Nachhinein. So, letzter Check. So, wir haben was zu essen dabei, wir haben ein bisschen was zu trinken dabei. Ich würde sagen, wir kloppen uns noch die hier so eine Büchse im Kopf. Mal gucken, wie weit kommen wir denn da. Na, da können wir auch noch so ein Mais auf jeden Fall noch hinterher essen und ein Wasser trinken. Damit es nicht plötzlich mitten in der Blutmondnacht einen Konditionsmangel gibt. Konzentrationsmangel könnte sein. Ich will es aber nicht hoffen. So, wir haben Eisenrohre zum Reparieren. Wir haben Holzstein. Ich hoffe, ich muss nicht vom Dach runter. Wir haben 131 Pfeile und 41 Schuss. Und wir müssen halt gucken. Anders als bisher soll es so sein, dass halt im gesetzten Zeitraum ständig neue Wellen kommen. Beziehungsweise die Anzahl der gesetzten Zombies immer vorhanden sein soll, sodass hier nicht irgendwie schon frühzeitig in der Nacht Schluss sein kann, wenn man einfach nur genug Zombies umhaut. Deswegen könnte es sinnvoll sein, Zombies länger leben zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn das ein bisschen ironisch ist. Sagen wir mal, Zombies nicht ganz tot zu machen, vielleicht trifft es das eher. Aber bei dem Turm, den ich hier habe, und der Tatsache, dass die hier Zombies hier in einer höheren Geschwindigkeit unterwegs sind, in der Vergangenheit habe ich ja oft gesagt, naja, sie gehen immer nur, sind vielleicht im Blutmond ein bisschen schneller. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, was hier die richtige Taktik ist, habe mir aber gedacht, es könnte nicht schaden, wenn... So, jetzt muss ich mal gucken auf 3. So, und jetzt kann ich mit der Seitentaste, das will ich mal versuchen beizubehalten hier, zwischen Bogen und Fernkampfwaffe herzuschalten. Also das ist wirklich schon eine ordentliche Erleichterung in der Bedienung, wenn man erstmal verstanden hat, dass sie da ist und sie entsprechend nutzt. Gut. Was bleibt noch? Ja, mehr vorbereiten können wir uns nicht. Jetzt ist Warten angesagt. Und ihr seid gleich wieder mit dabei, wenn der Budenzauber beginnt. Ja, wird es grandios gut? Geht es grandios gut? Oder geht es grandios schief? In wenigen Sekunden geht's los. Drückt gerne die Daumen. Wegen mir haltet kurz das Video an, schreibt euren Tipp in den Kommentar, aber dann geht's los. So, mal schauen, von wo sie kommen. Meine Hauptbude ist da hinten irgendwo. Sehe natürlich nicht besonders viel hier mit Berg und Co. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen Platz schaffen sollen hier. Also ein bisschen die Büsche wegmachen sollen. Okay, sie laufen noch ein bisschen in die Fallen. Ich darf einfach keine Panik kriegen. Habe ich auch nicht. Gut, ein paar Holzstachelfallen haben wir aufgestellt. So, hier ist alles clear. Halt mal still. So, wie sieht es auf den anderen Seiten aus? Im Grunde alles fein. Hey, nicht hin und her laufen, so haben wir nicht gewettet.
tatsächlich schon mal überlegt, aber nur so ganz lose, den Blutmond mal ganz auszuschalten. Aber auch wirklich nur ganz lose, könnt ihr mich auch gerne mal wissen lassen, wie wichtig euch der Blutmond in Seven Days to Die ist. Er ist natürlich irgendwo Story-Bestandteil oder einer der Hauptstory-Bestandteile, soweit es schon eine Story im Spiel gibt. Ja, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, gut, man kann noch Experimente machen mit den Hordenfallen, das macht auch immer Laune. Aber sagt mir doch einfach mal, wie ihr das seht, bitte. Jetzt haben sie den Turm platt gemacht. Es ist auch schön, dass sie an den Ecken kloppen, wo die stabilsten Blöcke drin sind. Schade, dass sie hier über die Spikes irgendwie drüber oder dran vorbeigekommen sind. Haltet mal still. Die verhalten sich auch komisch hier, oder? Hier so um den Turm rumzulaufen und gar nicht an der Stelle zu bleiben. Oder ist das Zufall? Ja, vielleicht fantasiere ich mir jetzt auch einen hier in die neue Version rein. Und weil ich gehört habe, es gibt einen Unterschied oder es gibt Unterschiede im Blutmond. Dass man deswegen ja jetzt besonders aufmerksam hinschaut. Aber das ist ja auch einfach so. Ich hoffe, ihr lasst mir guten Loot da. So, keine Spucker, keine explodierenden. Gut, habe ich jetzt auch nicht erwartet. Im Einführungsblutmond. Oh, da habe ich gedacht. Hier landet ein UFO, hat plötzlich die Lichtstimmung umgeschaltet. Das kennen wir ja noch von der Alpha 21. Plötzlich hat einer das Licht angeknipst. Ja, die Höhe ist, glaube ich, hier ganz gut vom Türmchen. Als würden sie ahnen, dass ich auf sie ziele. Oder sie suchen sich jetzt hier gemeinsam die schwächste Stelle, wo schon der Turm beschädigt wurde. Na, na, was macht ihr da? Guck mal. Wollen mich täuschen, ja? Tarnen, täuschen und so weiter. Dann mich hier ein bisschen beschäftigen, hin und her rennen, während sich ein anderer Trupp an der Stelle sammelt, wo sie insgeheim den Turm zu Fall bringen wollen. Ich glaube, ich traue hier den programmierten Routinen der NPCs vielleicht auch ein bisschen zu viel zu. Aber es ist eine interessante Vorstellung, wenn es so wäre. Wer es weiß oder besser weiß, ist herzlich willkommen, mich zu erhellen. Liegen bleiben. Liegen bleiben, habe ich gesagt. Ach, das mache ich erstmal mit so einem Schrottgewehr. Haha. So, wo kommen noch mehr?
Der gibt immer gleich Nachschub, das stimmt. Nur die Frage, wo der Nachschub hergerannt kommt. Okay. Okay, die bringen sich hier selber um die Ecke. Ist mir recht. Wird angestachelt, als wäre er vom Fall getroffen worden, ne? Ihr wisst, ihr steht da auf dem Präsentierteller, oder? Okay, es ist wahrscheinlich die Bewegung des Nachbarzombies, die dann auslöst, dass der andere dann möglicherweise was anderes macht und wegläuft und weiterläuft. Himmelimmelim. Huch, da war ich noch kurz im Bogenmodus. Ich dachte hier, Flinte spannen. Eben nicht so gut, jetzt treffe ich nicht mehr. Na. Jetzt hätte ich gerne, warum auch immer, so ein paar Fallen aus Night of the Dead in 7 Days to Die. Das würde die ganze Nummer nochmal deutlich interessanter und lustiger gestalten. Oder überhaupt mal so ein Fallen-Update, oder? Wo man sich nur darauf konzentriert, den Blutmond abwechslungsreicher zu gestalten. Das könnte ich mir gut vorstellen. Pass auf, das kommt nach der fertigen Entwicklung. Ende 2025, Anfang 26 wird für 27 das Blutmond-Update angekündigt. Ah, naja, vorher kommt ja noch in Zusammenarbeit mit Studio Illogica, 7 Days Blood Moons. Da bin ich übrigens auch sehr gespannt drauf. Obwohl die Meinungen hierzu geteilt sind. Wenn ihr nicht wisst, worum es da geht, gibt es Videos auf meinem Kanal dazu. Ah, noch bekannt als der Magnum Revolverheld hier. Ich muss hier meinem Namen alle Ehre machen. Ich habe sogar Kommentare bekommen und bin angesprochen worden, wie das geht hier einfach so. Die Pistole zücken, irgendwo reinlaufen und bam, 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 jeder Schuss ein Treffer und weg. Ich glaube, den Skill muss ich mir jetzt erstmal wieder aneignen, obwohl mit diesem selbstgebauten Gewehr hier ist es ja nicht wirklich dasselbe. Mal wenigstens die Kniescheibe getroffen. Okay, ich muss noch ein bisschen durchhalten, ne? Das sieht so aus, als ob der Turm echt gut hält. Deswegen würde ich die Zombies, das habe ich auch übrigens schon in den letzten Versionen schon mal so gemacht, wenn es ging, die Zombies ein bisschen gewähren lassen. Weil dadurch, dass die immer aufgefüllt werden, aber das war ja schon immer so, verbraucht man eine ganze Menge Munition. Und man kann tatsächlich ein bisschen Munition sparen, beziehungsweise insgesamt weniger Zombies in einer Nacht bekämpfen müssen, wenn man die halt ein bisschen gewähren lässt. So, ich habe nur noch 32 Pfeile und 24 Schuss Munition. Mir bleibt gar nichts anderes übrig. Als die hier ein bisschen gewähren zu lassen oder mit dem Knüppel runterzugehen. Aber wenn ich einmal unten bin, dann muss ich auch unten bleiben. Ich glaube, so schnell kriege ich das hier nicht koordiniert, mir hier wieder was zu bauen, um hier rauf zu klettern. Von hier oben schlagen geht nicht. Dafür sind sie dann doch zu weit weg. Boah, na, dass der Turm hier überhaupt noch hält. Okay, ich möchte natürlich so lange wie möglich auf dem Turm bleiben, also werde ich meine Munition nutzen. Ich
bin mir nicht sicher, wie lange ich da unten überleben würde. Ich bin echt nicht so gut ausgestattet. Die versuchen sich hier durchzuschlagen. Aber bis der Turm dann tatsächlich auch mal einstürzt, dauert es ja auch einen Moment. Kann mir mal einer meine Pfeile wieder raufbringen, bitte? Hätte ich nichts dagegen. So, 23 Pfeile noch. Mann, oh Mann, ey, wo rennt hier denn hier? 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein? Nein. Oh, hier. Die haben schon in einer größeren Höhe Blöcke rausgebaut, rausgeschlagen. Die haben sich hier gegenseitig Räuberleiter gehalten. Wie konnte der denn daneben gehen? Mitten in den Zombiehaufen. Seht ihr das? Sind sie alle weggelaufen, ohne dass ich drauf geschossen habe. Persönlich finde ich ja immer gut, wenn im Blutmond ein bisschen Bewegung ist, auch Bewegung der Spieler. So manche Basen sind ja echt toll, aber dann siehst du den ganzen Blutmond nur so einen kleinen Schlitz, wo die ganze Zeit davor Zombies brutzeln und durchgestochen oder geschossen wird. Das mag irgendwie effektiv, effizient, was auch immer sein. Ja. Aber mit extrem wenig Action. Ihr denn eine präferierte Art von Blutmundmaßen? Oder wie schaut ihr es euch am liebsten an? Oder wie spielt ihr es am liebsten? Weil ich finde, wenn man dann eh schon in so einem patentierten Tunnel steht, kann man es auch abschalten irgendwie. Ne? Ich überlege immer wieder, wegen Abschalten oder vielleicht oder sehr große Zeiträume einzustellen, wann solche Blutmonde stattfinden. Bin mir da nicht ganz sicher. Also spätestens, wenn es mal an ein Langzeitprojekt gehen würde, da denke ich ja auch immer mal wieder drüber nach, also ein Langzeit-Server-Projekt, müsste man sich diese Frage wirklich stellen, wobei man das natürlich immer mal wieder ändern könnte. Bitte denkt jetzt nicht, das würde demnächst hier ein Projekt losgehen, das ist wirklich eine langfristige Überlegung. Ich hatte überlegt, ob ich das vielleicht mal angehe, wenn wirklich das Spiel fertig entwickelt ist, was ja jetzt immer noch lange nicht der Fall ist und noch bis mindestens Ende 2025 dauert. Und dann ist immer noch nicht klar, ob es dann vielleicht doch noch weitergeht. Und ich möchte bei einem Langzeitprojekt nach Möglichkeit, dass... Oh, so noch ein Fall. Nach Möglichkeit, dass wir alle Features mitnehmen, ja, und nicht irgendwann eine neue Karte brauchen, wenn wir irgendwelche neuen Dinge haben wollen, die in einem Folge-Update drin sind. Ja, das wird sich dann vielleicht nicht vermeiden lassen, oder muss man sich auf eine Version festlegen. Allerdings war es in der Vergangenheit auch schon so, wenn das so eine Zwischenversion ist, kann das auch sein, dass man die irgendwann auf Steam zum Beispiel gar nicht mehr zur Verfügung hat oder auf manchen Plattformen, die nicht Steam sind, es die überhaupt nicht gibt. Gut, aber jetzt habe ich genug über ungelegte Eier philosophiert. Wir haben ganz schön geräubert hier. Oh Mann, der letzte. Nee, der jetzt kommt jetzt der letzte Pfeil drin. Okay, das war's. So, jetzt haben wir noch 24 Schuss Munition. Wenigstens muss ich hier keinen Bogen spannen. So, was müsste ich denn machen? Aufhören, wenn ich noch 8 Schuss habe. Denn wenn ich am Ende des Blutmondes aufräumen kann von hier oben. Jetzt läuft weg. Jetzt ist wirklich jeder Schuss ein Treffer gefragt, wenn es geht.
So, ist jetzt um 4 Uhr Schluss. Wenn der Händler aufmacht, würde Sinn ergeben, oder? Dass der Händler nicht im Blutmond aufmacht. Wäre er runtergefallen. Aber jetzt kommen keine mehr nach, oder? Wo der Blutmond noch nicht zu Ende ist, oder? Da kommen gleich noch von irgendwo welche gerannt. Also das scheint ja nach wie vor noch so zu sein. Sonst müssten ja jetzt hier 8 Stück noch rumrennen. Okay, jetzt wird er verschwenderisch. Tschüss. So, da haben wir's. Den ersten Blutmond in der 1.0 Experimental hinter uns gebracht. So, ich sammle mal auf die Schnelle alles ein. Boah, da waren, wie viele Jetons waren denn da drin? Das sind ja mega Säcke hier. Erstmal alles einsammeln, damit hier nichts unnütz verschwindet. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man viele Zombies abschießt, ne? Andere Taktik. Dass mehr Säcke da sind, die aber leider ja auch irgendwann despawnen. So, lass mal gucken, was haben wir denn? 45 Schuss, das ist fast so wie am Anfang. Gut, die ganzen Pfeile sind weg. Einen haben wir wiederbekommen. Ohne Ende Messing. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. So, essen und trinken. Na, jetzt so richtig gute Sachen waren jetzt natürlich auch nicht dabei. Ein echter Messerjunge. Ich hätte gerne Kochbücher. Das wäre schön. Oder dass mal jemand hier kurz mit dazu kommt und einmal für mich kocht, bitte. Boah, hier also die Bude. Ist gut auseinandergenommen. Und zwar auch in Höhen. Na gut, die müssen sich ja hier gestapelt haben. Na, hier unten ist eine ganze Ecke rausgebissen. Na, das ist ja was. So, zurück nach Hause, wegsortieren. Ich müsste wirklich mal gucken. Also ich muss mal weiter weg neue Steine besorgen. Und vor allen Dingen jetzt gleich auch mal neue Pfeile machen. So mit Federn und kleinen Steinen. Ja, da kriege ich halt aber auch nicht so viel raus. So, Feder, kleine Steine. Warte mal. Pfeile. So viel können wir machen. 69. So, dann sind aber auch alle Steine weg. Ich mache das trotzdem. Ich brauche ja Pfeile. So, strukturelle Klammermod. Ist aber nur der Bauplan. Geht so von der Ausbeute, ne? Warte mal, ich wollte noch mal gucken, wie es oben aussieht. Ernte, Ernte, Ernte. Oder Wasser, Wasser, Wasser. So, ein Wasser. Das können wir gleich abkochen. Okay, die Pflanzen sind fertig. So, wie war das jetzt noch mal? Wegboxen, ne? So, Yucca-Pflanze, 2 Stück und einmal Yucca-Frucht und Yucca-Samen. Okay, packen wir direkt wieder hin. So, Heidelbeerpflanze. So, 2 Heidelbeeren, keine Samen. Doof. So, Maispflanze. 2 Mais, keine Maissamen. Ich kann halt auch keine Samen herstellen, ne? Gut. Ich werde trotzdem nicht müde, hier Dinge anzupflanzen.
Wenn wir genug Mais haben, dann pflanze ich halt Mais an. Mais, Mais, Mais. Und dann hier die Samen drin. Ich kann auch Kartoffeln einfach einpflanzen, oder? Das ging doch auch. Wo hatten wir denn hier Samen? Oder haben wir keine mehr? Baumwolle, Goldrute, Heidelbeer. Heidelbeer können wir nochmal probieren. Und dann nochmal. Ah, die Pilzsporen, die können wir ja hier auch ansetzen, ne? So, Hopfen, Kaffee. Gut, kann ja nicht schaden, das zu haben, ne? Wenn wir nachher Kaffee kochen können. So, die Pilzsporen. Die kann ich hier mal in der nächsten Etage hinsetzen. So. Hat das Schimmelpilzzimmer? Nein. So, das war's ja auch schon. Oben einmal nachpflanzen, Kaffee. Das ist, wenn einem halt die entsprechenden Skills fehlen, ist halt so. Wie viel würde mir denn noch fehlen? Warte mal. Bücher. Das sind die Handbücher. Aber warte mal, ich habe doch auch noch hier Y. Dinger zum Einsammeln. Rewards. Hier, Homesteading. Craft Building Blocks. Place Building Blocks. Upgrade Blocks. Place Spikes. Craft Farm Plot. Alles Mögliche. Hound Animals. Place Forge. Harvest Rotting Flesh. Okay, also. Gibt ja alles Punkte, ne? Redeem. So, Level 12. So, das darf man ja zwischendurch auch nicht vergessen. Wo waren denn nochmal? So, der Messiah, der Spare-Rigged Technik Freak. Okay. Ja, dass ich wenigstens hier Mais und gegrillte Kartoffeln oder so freischalten kann. Und das vernünftige Fleisch. Okay, ich denke mal, da hilft normales Questing in irgendwelchen Buden. Und da einfach mal gucken, ob wir noch so ein paar Nahrungsmitteldinger bekommen. Oder in Crack a Book. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Ja, ihr merkt das schon. Die Tendenz geht dahin, auf jeden Fall nach dem Blutmond noch ein bisschen weiter zu machen. Möglicherweise, wenn alles klappt, sogar in wechselnder Besetzung, dass wir da auch die ein oder andere Folge im Multiplayer dabei haben werden. So, ich habe noch Punkte zu verteilen, ne? Wo verteilen wir die denn hin? 4 Punkte. Lass mal gucken. Packesel ist eigentlich seit der letzten Alpha Schwachsinn. Ich habe zwar einen Punkt zum Start reingegeben, aber sobald man alle möglichen Taschenerweiterungsslots nutzt, braucht man den Packesel ja im Grunde nicht mehr. So, ich schalte mal hier so, Wiederherstellung. Packen wir mal den Heilfaktor ein bisschen höher. Ausdauer geht noch nicht. Eiserner Magen. Was würde das hier freischalten? Verliere 5% weniger Nahrung und Wasser durch die Anstrengung. Ja, ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. So, Kampfeigenschaften. Intelligenz. Besser verhandeln ist aber auch nicht schlecht, ne? Bessere Geschäfte rausschlagen. So, der fortgeschrittene Ingenieur. Schlösser knacken. Habe ich schon ein bisschen was trainiert.
Ah, ich muss mal kurz für mich selber überlegen hier. Okay, fürs Erste wird mir wahrscheinlich mal das bessere Bogenschießen weiterhelfen. Deswegen habe ich hier den letzten Punkt reingegeben. Vielleicht alles ein bisschen unkoordiniert hier. So, hier ist ein Tausammler neues Wasser dazugekommen. Ganz hervorragend. So, was werde ich jetzt noch machen? Zweimal Wasser abkochen, meine Sachen wegsortieren. Dann werde ich mir überlegen, wie es weitergeht. Aber vorher muss ich ja noch irgendeinen Schreihals besiegen, glaube ich. Wo ist der Schreihals? Na, wo? Wo? Ich sehe niemanden. Trippel, Trappel, vielleicht doch keine so gute Idee mit dem Wald hier. Da. Versteck mit mir gespielt, immer ums Haus rennen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, die Bude hier mal ein bisschen zu verstärken. So. Bleiben Sie liegen. So. Wasser. Alles klar. Also, es geht hier mindestens noch ein bisschen weiter. Deswegen lohnt es sich auch doppelt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klingeln. Die Glocke ist besonders wichtig. Glocke gleich Abo. Ansonsten bekommt ihr möglicherweise überhaupt gar keine Benachrichtigung, wenn sich auf diesem wundervollen Kanal etwas tut. Ja, und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.